Herzlich willkommen zum 12. und damit letzten Teil unserer 12-teiligen Serie, die größten Fehler im Verkaufsgespräch, im Verkaufsprozess. Heute geht es um einen Punkt, der sehr häufig vernachlässigt wird, nämlich, dass der Preis an sich auch zum Service gehört und dass du auch eingeladen bist, dich in die Welt des Kunden auch hineinzuversetzen und zu überlegen, wie kannst du es ihm ermöglichen, dass er die Finanzen, die Gegenleistung auch tatsächlich aufbringen kann. Was meine ich damit? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du aufgrund der Kosten- und Leistungsrechnung genau ermittelst, welches Geld du brauchst. Dann schlägst du deine Gewinne rauf und dann noch die Risikopauschalen und die Steuern, alles drum und dran. Und dann kannst du einen Preis am Markt bringen und den systematisch so umsetzen, wie beispielsweise du es dir zum Ziel genommen hast. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass dann viele Menschen du auch verlieren wirst. Und das ist eine Gratwanderung, nicht ständig bei jedem Rabatte zu geben, aber bei denen, die vielleicht Rabatte brauchen, diese nicht zu unterlassen. Das kennst du beispielsweise, wenn du ins Theater gehst, ins Kino gehst, dann gibt's Rabatte für Kinder, für Studenten, für Arbeitslose. Und genauso gibt's auch bei Microsoft oder anderen Softwareanbietern spezielle Lösungen für Studenten, für Schüler und für Lehrberufe und dann natürlich den normalen User. Und so kannst du dir auch Gedanken machen, wie kannst du eine Preispolitik entwickeln, Rabatt, Skonto einbauen. Aber wie kannst du mit dem Preis also auch variabel an deine Zielgruppe herantreten? Vielleicht vom Einkommen her, vielleicht aber auch von der Langfristigkeit des Auftrags. Bei uns zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob jemand nur eine Beratungsstunde, 10 oder 100 bucht. Hier ist der Unterschied ganz klar, dass natürlich der mehr bucht, weniger Geld bezahlt pro Stunde. Und jemand, der einen langfristigen Vertrag macht, zahlt auch nochmal weniger. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du dich auf den Weg machst, wie zum Beispiel ein Geschäftspartner von mir, der für seine Kunden auch gleich eine Finanzierungsmöglichkeit aufgetan hat. Das heißt, hier zahlt der Kunde eben nicht die 3.000 Euro für ein Produkt, sondern nur bequeme 30, 40, 50 Euro Raten, entweder als Kredit oder als Leasing. Also mach dir Gedanken dazu, dass der Preis, die Flexibilität, die Angepasstheit, aber auch die Finanzierungsmöglichkeiten auch zum Service gehört. Ansonsten müsste der Kunde selbst losgehen und dann an sich eine Finanzierung oder ein Leasingangebot nehmen lassen und wird dann vielleicht bei dem Mitbewerber landen, der das schon mit anbietet. Zusammengefasst also gibt es eine ganze Reihe von Stellschrauben, die du im Verkaufsprozess, im Verkaufsgespräch optimieren kannst. Das hier ist natürlich noch längst nicht alles. Das gibt bestimmt nochmal das Dreifache an weiteren Punkten, wo du schrauben kannst, wo du drehen kannst, wo du dich optimieren kannst. Aber das sind auf jeden Fall wichtige Punkte, die dich erstmal fit machen für einen erfolgreichen Verkaufsprozess. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann mach gerne Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link, das weißt du schon, findest du unterhalb des Videos. Und wir investieren erstmal in dich in eine sorgfältige Analyse, gucken dann, wo die Engpässe sind und entwickeln dann gemeinsam Handlungsmaßnahmen, Prozesse, Gesprächsleitfäden, die dich erfolgreicher machen, die deinen Umsatz dorthin führen, wo du es dir vorstellst, wo dein Finanzplan es abgebildet hat. Gerne empfehlen uns weiter, abonniere den Kanal, auch das Video gerne, betätige die Glocke, denn wir werden die nächsten Videos mit Sicherheit in Kürze veröffentlichen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.